Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um meinen neuen E-Scooter für den Alltag. Mein persönlicher E-Scooter, also keiner von einem Sharing-Dienst oder sowas, sondern einen, den ich persönlich im Alltag benutzen möchte und mit dem ich das Ganze auf eine neue Art der Mobilität ausweiten möchte. Ich habe es in dem einen oder anderen Auto-Review mal nebenbei angedeutet. Ich habe letztes Jahr mein Auto verkauft, Ende letzten Jahres, denn ich teste aktuell sehr viele Elektroautos. Ich möchte auch rein elektrisch umsteigen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich habe noch auch so ein paar Modelle in diesem Jahr, die ich teste. Und wer die Liefersituation aktuell kennt, der weiß, selbst wenn man sich jetzt entscheidet, das dürfte eine ganze Weile dauern, bis man da ein Auto bekommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte für die Mobilität, vor allem jetzt auch im Sommer, einen E-Scooter haben. Man will vielleicht auch mal eine Strecke zurücklegen, die man jetzt nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, bei 38 Grad, weil man dann immer irgendwie sofort verschwitzt dort ankommt. Dementsprechend habe ich mir gedacht, suche ich mir einen E-Scooter für Frühjahr, Sommer, Herbst, vielleicht auch eventuell noch im Winter, wenn ich dann auch gerade mal keinen Testwagen hier habe. Zufälligerweise kam parallel zu meinem Gedankengang eine Mail von NIO bei mir an, die mich gefragt haben, ob ich deren aktuellen E-Scooter testen möchte. Und ich war ein bisschen unschlüssig und dann haben sie gesagt, ich kann den E-Scooter danach auch behalten. Und dementsprechend an dieser Stelle auch der Hinweis, das ist meine persönliche Meinung. Die konnte NIO nicht beeinflussen, es ist auch kein Geld geflossen. Ihr werdet auch sehen, dass das meine persönliche Meinung ist, denn ich habe auch ein paar Kritikpunkte anzubringen. Aber hier wird irgendwo oben Werbevideo stehen, weil ich den E-Scooter eben danach behalten darf, weil das für mich persönlich ein attraktiver Deal war, zu sagen, okay, ich möchte eh einen E-Scooter im Alltag testen, schaue ich mir an. Wenn er taugt, werde ich den im Alltag nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen mal direkt mit meinem persönlichen Review ein. Fangen wir damit an, dass es der NIO KQi 3 ist. Es gibt zwei Versionen davon, einmal eine Sport- und eine Pro-Version. Die Version, die ihr hier im Video seht, ist die Sportversion in Blau. Es gibt noch eine Pro-Version mit etwas mehr Reichweite und ein kleines bisschen mehr Power. Die Sportversion kommt auf 300 Watt mit 40 Kilometer Reichweite. Und ja, im Alltag sind das natürlich keine vollen 40 Kilometer. Ich würde jetzt mal so tippen, dass man auf 20 bis 30 Kilometer realistisch kommt. Denn die maximale Kapazität liegt bei 100 Kilo und die reize ich mit 1,90, etwas mehr als 1,90 auch durchaus aus. Dementsprechend komme ich da natürlich nicht extrem weit, aber für mich persönlich im Alltag reicht das auch aus und ich würde jetzt nicht unbedingt das etwas teurere Pro-Modell benötigen. In Deutschland ist natürlich bei 20 km/h Schluss. Ihr werdet aber hier und da auch Marketing sehen, wo 25 km/h beworben werden, denn europaweit ist das natürlich erlaubt, dass man ein bisschen schneller fahren darf. Finde ich persönlich weiterhin schade, dass das in Deutschland nicht erlaubt ist. Kann man übrigens auch nicht irgendwie einstellen. Also ihr könnt auch nicht tricksen in der App und da 25 km/h einstellen. Ihr bekommt ein eigenes Modell für Deutschland, welches auf 20 km/h gedeckelt ist. Und ja, da müsst ihr einfach mit leben. Es gibt ein Eco und es gibt einen Sportmodus. Der Sportmodus wird erst freigeschaltet, wenn ihr ein paar Meter zurückgelegt habt. Der E-Scooter ist 18 Kilogramm schwer. Also man kann ihn auch zusammenfalten und transportieren, aber das ist ehrlich gesagt nicht besonders leicht. Das sollte man auch bedenken. Also viele Kilometer möchte man damit nicht laufen, aber es reicht natürlich, um ihn mal eben im Auto oder so zu transportieren. Es gibt recht große und angenehme Luftreifen, finde ich persönlich im Alltag wichtig. War mir auch wichtig, denn ich habe hier durchaus auch viel gepflasterten Weg, den man zurücklegen möchte. Und da fand ich das eine ganz angenehme Sache. Die Beleuchtung ist gut, vorne und hinten, kann schnell ein- und ausgeschaltet werden, finde ich eine super Sache, auch wenn ich überwiegend tagsüber unterwegs bin. Das Display zeigt alle notwendigen Dinge an, ist jetzt nicht besonders hübsch, könnte man vielleicht auch in der heutigen Zeit ein bisschen schöner machen, aber dem Preis geschuldet vermutlich ist das ein einfaches LCD-Panel, zeigt Geschwindigkeit, Akkustand etc. an. Also da gibt es jetzt keine großartigen Überraschungen. Das kennt man so. Außerdem gibt es noch eine App-Anbindung. Über Bluetooth könnt ihr den E-Scooter mit eurem Smartphone verbinden. Da könnt ihr dann eure Strecke sehen. Ihr könnt Firmware-Updates machen. Ihr könnt den Scooter auch sperren, mit und dann, dass er quasi nur entsperrt wird, wenn euer Smartphone in der Nähe ist. Aber ich empfehle euch, da trotzdem immer auch ein physisches Schloss mitzunehmen, denn das war bei mir jetzt nicht ganz so zuverlässig im Test. Und was ich auch ein kleines bisschen schade fand, ist, dass man die Lenkerhöhe nicht anpassen kann. Ich bin ein bisschen größer, reicht mir gerade so, aber ich hätte den Lenker auch gerne ein kleines bisschen höher gemacht und als kleines Schmankerl zum Ende vielleicht sei auch noch erwähnt, dass es eine IP54 Zertifizierung gibt. Ihr könnt also auch im Regenwasser durchaus unterwegs sein, auch wenn man das mit so einem E-Scooter vielleicht nicht ganz so gerne isst. Bei der UVP gibt NIO 699 Euro an und wirbt damit, dass man preislich sehr attraktiv ist. Es gibt nämlich auch immer mal wieder Angebote, wo man ein paar Euro sparen kann.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es preislich unschlagbar ist. Es gibt durchaus auch E-Scooter in dieser Kategorie, die können da gut mithalten. Oder man zahlt nicht besonders viel mehr und bekommt auch nochmal eine ganze Ecke mehr Power. Ich denke da zum Beispiel auch an den neuen Xiaomi Mi Scooter. Nee, Mi hat mir gestrichen, Xiaomi Scooter 4 Pro, der bald in Deutschland erhältlich sein wird. Der kostet knapp 100 Euro mehr, hat 5 Kilometer mehr Reichweite und ein bisschen mehr Power. Sei an dieser Stelle auch nur mal so als Alternative erwähnt. Aber man bekommt durchaus einen preislich attraktiven E-Scooter hier geboten. So ist es jetzt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, er ist zu teuer, aber er ist auch nicht so preislich attraktiv, wie ich das vielleicht auch schon im ein oder anderen Review gesehen habe. Unteres Mittelfeld kann man machen. Wie gesagt, wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt haben. Es gibt aber auch Alternativen. Was mich persönlich ein kleines bisschen gewundert hat, ist, dass der Sport, die Sportbezeichnung, nicht unbedingt für Sportlichkeit steht. Ich weiß nicht, warum man das Ganze so unterschieden hat. Sie ordnet sich aber unter dem Pro-Modell an. Ich hätte gedacht natürlich, dass das Pro-Modell hat mehr Reichweite. Man wollte von mir wissen, brauchst du die Reichweite? Habe ich gesagt, nee, muss nicht unbedingt sein. Lieber ein bisschen leichter. Natürlich gibt es auch einen größeren Akku, der schwerer ist. Dafür klingt Sport allerdings gut. Ich habe damit gerechnet, dass Sport dann auch ein bisschen mehr Power mitbringt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, mit 100 Kilo, die ich natürlich ausreize, mit über 1,90, gehe auch trainieren, ist das dann so eine Sache, da kann man durchaus bei der ein oder anderen Steigung durchaus auch mal so ein bisschen, merkt man, dass das jetzt nicht der allerstärkste Motor ist. Mir reicht das im Alltag aus. Ich komme auch gut damit vom Fleck und die 20 km hält er auch wirklich sehr stabil. Das ist mir persönlich sehr wichtig, also dass ich da nicht irgendwie einen Einbruch habe bei der Geschwindigkeit. Es gibt natürlich auch so E-Scooter, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, die reizen die 20 km dann so um 2-3 km gerne noch aus. Also hier ist wirklich bei Punkt 20 km Schluss, solltet ihr vielleicht auch wissen. Reicht mir aus. Ich habe allerdings beim Sportmodell einfach damit gerechnet, dass da ein bisschen mehr Zug dahinter ist und dass er vielleicht noch ein bisschen schneller beschleunigt und dass das der Grund ist, dass wir weniger Reichweite haben. Aber sei an dieser Stelle nur erwähnt, er ordnet sich auch bei der Power unter dem Pro-Modell ein. Was kann ich grundsätzlich über den NIO Kaku i3 Sport sagen? Ich finde ihn durchaus gut verarbeitet. Er hat bisher einen guten Eindruck im Alltag gemacht. Man kann damit sehr angenehm fahren. Was mir persönlich am wichtigsten ist, man kommt damit gut vom Fleck. Ich sehe alle wichtigen Dinge auf dem Display, was mir auch sehr, sehr wichtig ist bei der Fahrt natürlich. Und so grundsätzlich kann ich sagen, bin ich mit dem E-Scooter im Alltag wirklich sehr zufrieden. Das wird jetzt vorerst mein neuer E-Scooter im Alltag sein. Wie gesagt, ich darf ihn ja auch jetzt nach diesem Review behalten und ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich einfach so am Ende des Sommers nochmal so ein allgemeines Fazit dazu. Vielleicht schaue ich mir auch noch so ein paar andere E-Scooter an und vergleiche mal so ein paar Modelle, dass ihr da auch nochmal einen kleinen Mehrwert habt, ob, wie und wie es sich dann im Vergleich mit anderen schlägt. Denn wie gesagt, 699 Euro ist durchaus nicht teuer und mit dem ein oder anderen Angebot, was immer mal wieder auftaucht, ist das sogar preislich relativ attraktiv. Und da wollen vielleicht ein oder andere auch wissen, bekommt man hier auch einen guten E-Scooter geboten? Finde ich persönlich schon. Ich bin damit zufrieden. Das soll von meiner Stelle nur mal so mein vorläufiges Fazit sein. Es gibt Alternativen, aber wenn ihr euch dafür entscheiden wollt, glaube ich, macht ihr damit nicht besonders viel falsch. Das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.